Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns in Soulstone Survivor auf Fluchlevel 3 und im Overlord-Modus. Teil 1, also Overlord-Zyklus 1, habe ich uns eben schon mal beendet. Jetzt gucken wir uns mal Overlord-Modus 2 an. Auf Fluchlevel 3 in Overlord-Modus 1 waren es drei Bosse, die jedes Mal aufgetaucht sind. Jetzt stellen wir uns mal kurz hier hin, warten ein bisschen. Eventuell müssen wir die Fähigkeitsanzeige noch ein bisschen runterdrehen. Und wir müssen höheren Einsammelradius unbedingt noch bekommen. Also lief eigentlich bis jetzt ganz gut. Bei den letzten drei Bossen bin ich einmal gestorben. Die hatten alle gleichzeitig überall in der Ecke Flächeneffekt. Da hatte ich keine Chance auszuweichen. Mal gucken, wie das jetzt ist. Wir erhöhen mal den hier. Nehmen den Doppelslash. Den hier. Den. Mal unbezwingbar anmachen. Gut, waren wohl auch drei Bosse. Ich hatte auch Glück. Ein bisschen leiser noch. Unsere Fähigkeiten sind sehr laut. Also ich hatte auch wirklich Lootglück diesmal. Das kommt ja sonst auch nicht vor. Aber heute muss ich sagen, war wirklich Lootglück dabei. Ja, ein bisschen schneller machen. Das schadet ja nie. Und am besten ist immer schön in der Ecke kämpfen. Unser Attackenbereich deckt jetzt auch die ganze Ecke schön ab. Ich hoffe, vom Pegel her, oh Gott, da guckt man einmal weg. Ist das Spiel jetzt nicht mehr zu laut? Rüstung mal. Wir müssen jetzt immer sehr weit laufen zum Einsammeln. Drei sollten erstmal reichen, drei Sprints. So, dann bauen wir uns mal ein bisschen schneller noch, damit wir auch schön an die Erfahrungspunkte schnell drankommen. Dieses Leviathan geht mir so auf die Nerven, das glaubt ihr gar nicht. Das schlägt er andauernd vor. Ah, es sind vier Bosse, okay. Cool, ich dachte, das sind drei. Ja, also. Wir müssen unseren Fähigkeitsansicht aber noch ein bisschen runterstellen. Du, ich sehe schon wieder diese roten Flächen alle nicht. Machen wir mal ganz aus. Ja, cool, das sieht ja scheiße aus.
Ja gut, die machen wir direkt wieder an. Unterkühlung. Braucht kein Mensch. So, mal wieder anmachen. Das ist ja dann doch ein bisschen. Endlich mal magnetisch. Ja, spielen wir halt so, auch egal. Die roten Flächen, die werden überbewertet. Die bringen mich zwar jedes Mal um, aber. Vielleicht gibt es ein. Nein! Falsche Taste gedrückt. So. Vielleicht geht ein klein bisschen weniger. So. Jetzt haben wir ein bisschen Leben verloren, nur weil ich mich nicht bewegen konnte. Das war jetzt sehr doof. Ich sehe den Boss nicht. Ich habe den vierten Boss nicht gesehen. Jetzt haben wir keine Leben mehr über. Machen wir mal Schaden erhöhen. Also jetzt darf uns nichts passieren. Wir brauchen echt mehr Einsammelradius. Geht ja mal gar nicht. Ach, schon wieder Bosse? Wann ist denn das passiert? Oh nee, den kann ich ja mal gar nicht leiden. Die anderen fallen alle direkt tot um. Aber dieser mit seinem Drehkreisel. Der geht ja mal gar nicht. Jetzt haben wir Schaden bekommen. Oh nee. Wir müssen uns echt Donnergrollen. Mehrfachwirkung ist besser. Ich will ungern aus der Ecke raus, aber irgendwie müssen wir mal entweder super viele Level aufsteigen oder hier könnte mal so ein Heilkristall droppen. Oh, da ist einer. Und wieder in die Ecke. Okay, vier Bosse müssen wir noch. Oh Gott, warum sind die denn so weit auseinander? Oh nee, das sieht aber gar nicht gut aus. Ah, okay. Krass. Wir haben gewonnen. Aber unsere Fähigkeiten sind sehr niedrig, alle. Dass wir das überlebt haben, ist auch schon heftig. Aber wir brauchen unbedingt Leben. Als erstes die Anfangsgegner. Wir gucken uns jetzt Overlord. Weil es muss, da gibt ja scheinbar irgendwie noch einen dritten Modus. Gucken wir uns auch noch an. Und laufen jetzt mal über die Karte. Irgendwie. Ach, wir haben volles Leben. Okay, vergesst es. Dann können wir uns auch in unsere Ecke stellen. Also mit jedem neuen Zyklus haben wir scheinbar wieder Leben voll aufgefüllt. Nur halt nicht extra Leben. Die sind aufgebraucht. Also ich glaube, das wird immer schlimmer. Aber ein bisschen sehen wollten wir es ja schon. So mal. Ja, so geht noch. Wir sehen es ein bisschen. Unsere Einsammelreichweite ist für den Arsch. Aber wir müssen halt in der Ecke stehen, damit die Bosse alle aus der. Hier unten auch auftauchen, da sind sie.
Wieder Rüstung. Oh nee, oh Gott. Boah, wir sind fast tot. Ja, sag mir doch mal lieber, wo der Boss ist. Boah, wir gehen jetzt nur noch auf Rüstung und sowas. Man hört auch nur noch durchgehend die Fähigkeiten. Und unser Charakter, der bewegt sich so schnell. Oh ja, das hier ist eigentlich voll super, ne? Aber müssten mehr Blockkraft eigentlich. Ah, noch haben wir ja ein bisschen Zeit. Bis sie auftauchen, die nächsten Bosse. Aber wir müssen das mal einsammeln. Ach hier, das bringt uns gar nichts. Ja, nehmen es trotzdem. Doppel-Slash ein bisschen erhöhen. Verbrennen. So, nehmen wir das hier. Das hier. Das. Okay, wir waren instant tot. Okay, es sind 2, 4, 5 Bosse. Aber wir kamen bis in Zyklus 3. Lords der Leere, extra 15 mehr. Okay. Ist das zwar sehr interessant. Und wir haben auch, wenn wir sofort gestorben sind, bei denen jetzt, obwohl wir auch volles Leben hatten und alles, wir haben so oft zugeschlagen, dass wir sie immerhin halb runtergeschlagen kriegen. Auch wenn wir tot sind. Gut, also, wir haben Doppelslash gehabt. Der hat 9 Millionen gemacht. Kettenblitz, der war richtig gut. Schockwelle. Unterwerfung hat natürlich richtig reingehauen. Hier, die haben wir auf 16 bekommen. Donnergrollen. Ja, 106. Feuerschild, der war nur rein prophylaktisch. Und Geruch vom Blut habe ich auf 19 bekommen. Richtig gut. Wir sind jetzt auf Stufe 47 mit dem aufgestiegen. Und wir müssten auch irgendwas freigeschaltet haben. Ich glaube, eine Rune. Können wir uns ja noch mal zusammen angucken. So. Ah, hier, die sind jetzt alle 4 Stück haben wir freigeschaltet. Einmal dir. 100% deiner kritischen Chance wird bei der Berechnung des kritischen Treffers zu deinem kritischen Treffermultiplikator hinzugefügt. Okay. Kontrolliertes Chaos. Für alle Fähigkeiten, die einen zufälligen Schadensbetrag verursachen, wird der Schaden zweimal gewürfelt und der höchste Wurf wird ausgewählt. Du verursachst 5% zusätzlichen Schaden für jeden anderen Typ, der deine derzeit aktiven Fähigkeiten, den deine derzeit aktiven Fähigkeiten haben. Okay. Und fokussiertes Feuer erhöht jeglichen von dir verursachten Schaden um 40%, verringert aber den Bereich all deiner Fähigkeiten um 20%. Das wäre aber super. Direkt 40% mehr Schaden. Da müssen wir mal gucken. Ist natürlich schon eine Überlegung wert, die Fähigkeit hier, ne? Lords. Ah ja, ach nee, endlos. Oh, da waren wir gar nicht. Wir waren ja im Overlord-Modus. Die Höhlen. 500 Lords der Leere. Wie viele fehlen uns denn da?
Das ist ja nicht sehr schön. Oh, wir haben Charakter freigeschaltet. Den hier. Der Chaosläufer. Minus 20 maximale Gesundheit. Plus 10 kritische Trefferchance. Plus 20 Schadensmodifikator. Minus 10 extra Gesundheit pro Kristall. Plus 20 Bereichsmodifikator. Multiplikator. Und er hat chaotisches Geschoss. Schleudert ein chaotisches Geschoss nach vorne, welches Feinde in einer Reihe trifft, einen zufälligen Schaden zwischen 1 und 80 verursacht und jedes Mal, wenn sie Feinde durchschlägt, einen zufälligen starken negative Auswirkung anwendet. Es besteht eine 50% Chance, dass das Geschoss zu dir zurückkommt. Okay, dann macht das Ding uns selber Schaden, oder was? Oder es trifft einfach nicht. Ja, das ist ja die Härte. Okay. Dann können wir den jetzt eigentlich auch direkt noch testen, oder? Der Chaosläufer. Entfesseltes Chaos. Lass eine Chaoskette auf zufälligen Feind los. Das ist jetzt natürlich mit der Rune hier, mit diesem Zufallswert. Für jeden Typ. Die Fähigkeiten. Also hier 40% mehr Schaden hauen wir rein. Für alle Fähigkeiten, die einen zufälligen Schadensbetrag verursachen. Oder nehmen wir die mal mit, wa? So. Ah, die kostet 2. Ein bisschen schneller. Ja, machen wir uns. Machen wir uns ein bisschen schneller, oder? Ja, hier die hier kosten. Also, warte mal. 40% mehr Schaden oder 100% mehr Crit? Crit können wir auch so aufbauen, eigentlich. Dann nehmen wir die beiden. Ja, und dann machen wir uns ein klein bisschen schneller. So. Ja, und gucken wir uns den mal an, ne? Aber wollte gerade sagen. Hier ist nämlich ein anderes Bild, hier nicht. Ah, da steht's. Fluch Stufe 1, Stufe 4, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 1. Irgendwo mussten wir doch aber noch was schaffen. Ja, was probieren wir jetzt? Wir haben doch hier irgendwelche Runen, die wir noch freischalten. Nein, da. Das müssen wir schaffen. Endlosmodus. Endlos. Oder war es bei Runen? 500 Lords töten. Ah ja, auf Stufe 6. Okay. Das wird ja wohl eher nichts. Gut, Endlosmodus 3 haben wir leider nicht geschafft. Hier, gewinne ein Spiel mit allen Flüchen mindestens Stufe 4. Auf der Kerker der Verzweiflung. Hier müssen wir einfach nur Feinde töten. Und auch. Dann machen wir Kerker der Verzweiflung. Und mit unserer neuen Figur. Kerker der Verzweiflung, ja cool. Da müssen wir eh noch, da haben wir erst Stufe 1. Machen wir Fluch Stufe 2. Mit dem neuen Charakter und auch gleich mit ein paar neuen Runen. Stellen wir uns mal in die Ecke. Das funktioniert immer gut. Ach, jetzt sehen wir ja auch die Fähigkeiten gar nicht. Gibt es hier eigentlich eine Ecke? So. Jetzt müssen wir gucken mit diesen Fähigkeiten neben mit diesen Zufallswerten.
Dafür ja extra eine Rune dabei haben. Schauen wir uns das Ganze mal an. Oh ja, hier kriegen wir direkt so einen guten Magneten. Das ist schon mal gut. Der ist ja eigentlich Fernkämpfer. Da wäre es ja schon gut, wenn wir nicht so weit zu den ganzen Kristallen laufen müssen. Oh, hier, da ist direkt diese Fähigkeit, die wir freigeschaltet haben. Also das ist bestimmt wieder Kettenblitz. Nur mit Chaos und zwischen 0 und 10 Mal auf Ziele in der Nähe springt. Also das ist ein Glücksblitz. Der trifft vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ein, vielleicht 10. Er macht unterschiedlich Schaden. Zwischen 1 und super viel. Mehrfachwirkung direkt für unsere Hauptfähigkeit. Oh, nehmen wir mal mit, wa? Und ja, Fluchstufe 2 sollte eigentlich machbar sein, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen. Erstmal, wenn wir Bluten erzeugen. Macht das also negativ? Das macht ja jede negativ, also macht das auch Bluten. Cool. Können ja jetzt dann alles nehmen. Das macht ja einfach jede negative Fähigkeit. So. Was nehmen wir jetzt? Könnten ja gucken, dass wir noch so Zufallsdinger kriegen. Ah, kriegen wir natürlich nicht. Über einem zufälligen Feind, das ist ja schon wieder nicht so gut. Macht dich verbündet in der stark. Das zählt dazu. Zu den beiden hier. Also das würde die Mehrfachwirkung erhöhen. Müssen wir einfach mal gucken, ob das was bringt, sonst tauschen wir es aus. So, die da unten sind tot. Wir nehmen mal so ein Feuerschild vorsichtshalber mit. Und wir müssen aufpassen, wir kriegen ja auch weniger Heilung durch die Kristalle. Schattenkugel, große Kugel in die Richtung ab, in die du zielst. Eissturm. Uff, Schattenkugel. Also gucken wir. Dann hätten wir zwei Blitzfähigkeiten. Okay. Das ist natürlich auch gut. Jetzt haben wir Chaos, Blitz und Kettenblitz. Und wenn wir die gut hochpushen, machen die auch gut Schaden, dann denke ich mal. Ja, super, das zählt nur für den. Das zählt nur für den Kettenblitz. Aber 40% mehr Schaden. Bisschen doof, dass es nur für den Kettenblitz ist. So. Oder machen wir uns hier noch ein bisschen stark, ne? Geben uns mal ein bisschen Leben. So. Ja, unsere Hauptfähigkeit mal erhöhen. Die ist ja neu. Gucken, ob sich das lohnt, die zu benutzen. Auf jeden Fall brauchen wir einen echt höheren Einsammelradius. So. Das wäre jetzt vor uns. Ja, das ist doch gut. Dann haben wir was für, wenn die Gegner zu nahe kommen. Und auch, weil wir ja Magier sind, für die Fernangriffe. Okay, der erste Boss konnten wir töten. So. Nehmen wir davon vielleicht hier negative Auswirkungen. Das ist doch schon wieder cool. Das macht wieder. Das ist voll gut für unsere Rune. Oh Gott, was tauscht man jetzt aus? Mehrfachwirkung.
Das hier macht Bewegungsgeschwindigkeit und Wirkhäufigkeit. Oh, wir nehmen wir die Todeskralle und tauschen das hier aus. War eh nur Stufe 1. Noch nicht so schlimm. Wir müssen mal generell alle Fähigkeiten erhöhen. Gnadenlos nehmen wir mal mit. Ah, cool, Leben brauchten wir gar nicht. Also momentan geht es noch mit dem hier zu spielen. Mal ein bisschen Rüstung. Er ist ja auch erst Fluchstufe 2, aber da er neu ist, der Charakter, wissen wir ja noch gar nicht, wie er sich spielen lässt. Deswegen habe ich auch erst eingenommen. Effektiver Bereich, cool. Für Overlord-Modus, den habe ich den Anfangscharakter erstmal genommen. Wollte gucken, ob wir überhaupt so weit kommen. Ah, Geschoss. Ja, warum blinken die denn dann nicht auf? Also was? Chaotisches Geschoss, entfesseltes Chaos und Feuerschild. Feuerschild? Haben wir ein Feuerschild? Ja, cool. So. Nehmen wir das mit. Wir sind ein bisschen sehr langsam. Das müssen wir mal langsam ausgleichen. Der Schaden ist ja schön und gut, aber wenn wir diesen Flächen nicht ausweichen können. Oh, ich nehme lieber das. Und wir müssen dran denken, wir haben jetzt ja Fähigkeiten, mit denen wir zielen müssen. Oh, da waren jetzt aber viele. Oh, hier ein bisschen schneller, das ist auch gut. Ah, oh, nee, ey, diese mit diesen Sprengfässern, ne? Schadenserhöhung. Und die Sache ist, das kann ja gut laufen, kann aber auch nicht so gut laufen wegen diesen Zufallswerten. Müssen wir immer mal. Naja, sehen wir ja, ne, wie weit wir kommen. Oh, Boss. Nein, oh, ich bin nach vorne gelaufen. Ah, okay, der Boss ist tot. Okay. Ja, können wir ja mitnehmen, das hier, Verzweiflung, weil wir lösen ja jede Fähigkeit aus mit unseren Angriffen, wenn wir treffen. Ah, dann nehmen wir mal einen Magneten mit. Das schadet ja nicht. So, tödliche Wirkung. Aber wir müssen noch schneller schießen, glaube ich. So, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Oh, der macht zwei Fähigkeiten diesmal. Müssen wir nämlich mal aufpassen, eben, der hätte ja gar keiner Fähigkeit was gebracht. Oder nur einer. Jetzt müssen wir uns aber ganz schön bewegen. Nee. Ja, nehmen wir nochmal Feuerschild, das wird ja auch geboostet. Machen wir uns mal schneller. Und wieder in unsere Ecke. Wir nehmen mal das hier. Also echt mal, die mit ihren Sprengfässern, ne? Die nerven einfach nur.
Das ist ja gut für den Zufallsblitz. Bisschen erhöhen. Boss. So, machen wir mal Rüstung. Was denn du? Ah, er ist tot. Dann nehmen wir Schadenserhöhung. Wir müssen die Gegner irgendwie noch viel schneller töten. Also bei Bossen funktioniert das gut mit diesen Zufallswerten, weil wir ja die ganze Zeit drauf schießen. Also Wirkhäufigkeit, Schadens. So, nehmen wir Schaden. Macht die Zufallsfähigkeit eventuell mehr Schaden. Boah, echt, ey, diese mit diesen Fässern, ne? Diese Selbstmordattentäter, du. Die sind aber auch nervig. Und wir haben ja zwei Blitze, die. Also der eine macht ja auf jeden Fall was und der andere nur vielleicht. Die müssen wir irgendwie mal ein bisschen pushen hier. So. Kritische Treffer erhöhen. Okay, ein Boss. Nehmen wir gnadenlos. Okay, die ist tot. Also Bosse gehen gut mit dem, wenn es einzelne Bosse sind. Weil wir müssen ja immer auf einen zielen. Auf einen der Bosse. Und wenn es 3, 4 oder so sind, dann brauchen wir gut auch Flächenschaden. Da bringt das nur zielen nicht viel. Wir müssen ja schnell alle auf einmal töten am besten. Boah, ja, hier. Sprinten ist nicht so wichtig mit dem hier, habe ich das Gefühl. Lieber die einsame. Aber was ist denn jetzt los? Warum sind da so immer so viele? Jetzt sind es aber sehr viele Gegner. So, dann nehmen wir mal das hier. Oh, jetzt haben wir hier wieder diese Schlangen. So. Immer schön im Kreis. Verbessern unsere Rüstung. So, ein Boss ist es noch. Der, naja, dauert noch ein bisschen, bis der kommt. Ja, super, er ist da. Wo ist er denn? Ah, da. Oh nee, es ist wieder der. Ja, jetzt aber mit Zielen so eine Sache. Hey, wir haben es in unter 12 Minuten geschafft beim ersten Versuch. Und sogar unter 10. Schade ist das, was. Wir sind anderthalb Minuten knapp zu langsam. Aber fast hätten wir es in unter 8 Minuten mit dem geschafft. Ist jetzt die Frage, was probieren wir? Es gibt ja auch. Also, ich glaube nicht, dass, weil es der erste Versuch ist, dass wir Overlord bis 3 abschließen können. Aber es gibt ja auch noch Runen und Erfolge für Unendlichkeitsmodus. Dann haben wir mit dem Overlord angefangen. Naja, wir könnten es ja. Wir spielen schon wieder auf Fluchstufe. Das ist jetzt so eine Sache. Aber nur auf Fluchstufe 2 war es, ne?
Ja, ich glaube zwei. Das ist ja dann gar nicht so schlimm. Eben haben wir auf Fluchstufe 3 gespielt. So, in die Ecke stellen. Das ist nämlich sehr gut für die Bosse. Mehrfachwirkung, machen wir mal Crit erhöhen. Crit bei einem Zufallswert ist natürlich auch so eine Sache. Aber die hier am Anfang geben richtig gut Erfahrungspunkte. So. Trefferchance. Was macht er diesmal? Die zwei. Oder die drei? Ne, nehmen wir die zwei. Das sind die zwei neuen Fähigkeiten. Die werden wir direkt mal testen. Oh, magnetisch. Magnetisch ist immer gut. Brauchen wir Wendigkeit noch? Eigentlich nicht. Aber hier mehr Erfahrung. Schneller einsammeln, weiter einsammeln, das ist immer gut. Solange nichts Sinnvolles vorgeschlagen wird hier. Aber wir sind super weit auch gekommen im Overlord-Modus. Wir haben die ersten beiden Stufen geschafft. So. Er macht die beiden wieder. Machen. Oh Gott, unser normaler Kettenblitz ist erst Stufe 3. Kein Wunder, dass das bei den kleinen Gegnern so lange dauert. War ich aufgefallen. Den müssen wir natürlich auch mal hochbringen. Aber auch alle Fähigkeiten. Aber jetzt steht es wieder nicht bei, oder? Chaotisches Geschoss und Donnergrollen. So und die beiden. So. Nehmen wir ruhig mal. Wirkhäufigkeit. Wir hätten auch Gift nehmen können. Okay, also es waren jetzt dann zwei Bosse. Also ich habe schon wieder einen übersehen. Boah, Kette beide erhöhen. Voll gut. Und das lief jetzt aber noch sehr gut, denke ich mal. Oh ne, die mit ihren Bombenfässern schon wieder. So, da ist wieder ein Elite-Gegner. Ach, da sind noch ein paar. Und würde ich sagen, probieren wir es halt soweit mit dem neuen jetzt, wie wir kommen, ne? Haben durch den ersten Versuch Sachen freigeschaltet und mit denen probieren wir es jetzt direkt nochmal. Warum eigentlich nicht? Man muss ja sehen, wie weit man damit kommt. Frontal wieder. Oh Gott. Nehmen wir das nochmal? Oh, warum nicht? Immerhin macht es zwei Fähigkeiten, boostet es. So, jetzt nehmen wir mal giftig. Weil wir ja jede negative Fähigkeit auslösen können. Ach, jetzt steht es wieder dran. Müssen mal gucken, vielleicht wenn einmal nichts Gutes bei ist, werden wir auch mal neu rollen oder so. Häufigkeit, ja. So, immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Expansiv, das war schon mal gut. So. Nehmen wir mal Rüstung.
Rückläufigkeit oder? Ja, machen wir Kettenblitz. Der war ja noch nicht so weit. Gnadenlos. Also mal, wenn es zu viele. Blutrausch und Donnergrollen. Wenn zu viele Gegner sind, dann laufe ich halt echt oft gegen die mit den Bombenfässern. Ah, jetzt schon wieder. So. Und immer dran denken, wir müssen zielen. Also sobald die Bosse kommen, umschwenken auf die Bosse. Und immer noch ein bisschen Unheil. Ah ja, super. Ich bin genau in die Fläche geflogen. Oh, jetzt wird es aber schon wieder tricky. Ah, Boss. Ah. Oh, wir nehmen das mal. Der eine ist tot. Also das mit diesen Zufallswerten ist bei Bossen echt cool. Weil wir schießen ja die ganze Zeit auf die. So. Aber wir haben echt noch übelst Cooldown. Also man sieht sogar noch runterlaufen. Die Wirkhäufigkeit müssen wir mal ein bisschen hochkriegen. Also, dass sie viel schneller hintereinander geschossen werden. So. E. Was wollen die jetzt? Chaotisches Geschoss und Donnergrollen. Oh ne, hier, der macht 4. Nehmen wir lieber den. Ganz klare Sache. So. Ja, jetzt aber ein bisschen viel ausweichen hier. So. So. Kann ja auch sein, dass die Auswahl der Fähigkeiten auch völlig falsch ist, also. Aber wir testen ihn ja jetzt zum ersten Mal. Das muss man ja erstmal sehen und lernen. Ja, dann nehmen wir jetzt mal lieber. Hier ist ein Boss. Der könnte ja mal. Oh nein. Der lebt ja immer noch. Geht doch. So, danke. Und unsere Hauptwaffe, da ist ja auch noch 50%. Also jeder zweite Schuss kommt zu uns zurück, also. Würde das Ding immer treffen, das wäre cool. Da würden wir ja ewig viel Schaden machen. Und gut ist wirklich, glaube ich, die Kombi aus Fernangriff und nah für uns, dass wir nicht direkt hops gehen. So, bisschen verbrennen, bisschen Eis. Alter, wieso denn jetzt schon der nächste Boss? Oh nein, der Drehfatzke wieder. Ist ja nicht sein Ernst hier. Ja, cool. Genau gegen die Wand und er stand vor uns. Konnte ich mich null bewegen. Oh ja, was ist denn jetzt los hier? Wollen Sie es aber schon wieder wissen? Aber also für Bosse ist der genauso gut wie der Attentäter.
Ja, ein bisschen verbrennen noch dazu, warum nicht? So, bis dahin schießen. Bis dahin. Jetzt macht hier schon wieder jeder Gegner Fähigkeiten. Das ist doch auch nicht gesund. Also für uns. So. Ja. Aber der eine Boss also kam jetzt ganz schön schnell hintereinander. Und da ist der nächste. Mehrfachwirkung. Oh nee. Also der eine Boss einmal hingezielt, direkt tot, der andere hier will gar nicht sterben. Ah, cool, wir haben gewonnen. So, dann gucken wir jetzt wirklich mal, wie weit wir mit dem kommen. Ob wir auch bis Stufe 3 kommen. Ja gut, wie gesagt, ist es jetzt auch nur Flugstufe 2. Also eine geringer. Aber trotzdem ist er ja immer noch ein neuer Charakter. Ja, ein bisschen Durst gehabt. Ja, expansiv. Expansiv ist immer gut. Wir wollen expandieren. Und wir starten wirklich jedes Mal mit vollem Leben. Oh, warte, hier unten ist aber gar nicht gut. Müssen aber noch unbedingt den Einsammelbereich erhöhen. Ah, wer sagt's denn? So, einmal hier rumlaufen kurz, danke. Wieder nur die beiden. Aber naja. Wir brauchen mehr Erfahrungspunkte. Dann nehmen wir mal. Donnergrollen ist noch nicht so hoch. Das kann ruhig noch gelevelt werden. Ja, ist klar. Ja. Ich hänge in dem. Ja, das war doch gemein. Genau in dem Bäumengang. Dann konnte ich nicht uns wegbewegen. Jetzt haben wir ein Leben verloren. Weil ein Schlag uns direkt tötet. Also, das war doch gemein. Ja, hätten wir locker easy geschafft, also. Aber hier unten zwischen den Bäumen hänge ich fest. Habt ihr ja gesehen. Jetzt nerven wir auch noch so ein paar Elite-Gegner. Ja, erstmal jetzt hier alles auf Sammelbereich und Erfahrungspunkte. Wir nehmen wohl mal eine andere Ecke, die ist irgendwie nicht so gut, wenn ich da hängen bleibe. So, wir nehmen mal die hier. Da kann ich wenigstens ein bisschen ausweichen. Also mal wird es eingeblendet und mal nicht, oder wie? Aber wir nehmen mal hier 2% Schaden. Ist bei einem Hit, der uns direkt instant tötet, auch eigentlich egal, aber. Rüstung. Rüstung. Ausweichen. So. Warum haben wir denn jetzt Schaden bekommen? Also das war jetzt aber reine Willkür.
Okay. Direkt für 4 Fähigkeiten. Oh, zum Glück alle gesehen. Oh, Gift. Oh, diese mit ihren Sprengfässern, ne? Wer ist denn jetzt hier? So, also es kommt jedes Mal ein Boss dazu, scheint so. Wir nehmen Schwäche. Und dann kommen mal super wenig Gegner und dann spawnen super viele auf einmal. Ja, von den Heilkristallen kriegen wir ja fast gar nichts, da war ja was. So. Also Stufe 2, naja, bis auf, dass wir einmal, ich falsch stand, draufgegangen sind, läuft es ja momentan noch recht gut. Ist ja auch unser erster Versuch mit dem hier, also. Ey, die mit ihren Sprengdingern, die gehen mir so auf den Keks. Nehmen wir das da. Das hier. Bosse. Ja, wir nehmen noch mal den Magneten. Hier muss ich nicht so nah ran. Ah, guck mal, wenn man nicht hier mit Absicht hängen bleibt. Super easy, alle drei tot. Also der ist für einen Bosskampf, glaube ich, sogar noch besser geeignet wie der Attentäter. Jetzt wollen die wieder, dass ich mich so viel bewege. Los. So. Aber langsam wird es aber auch stressig. Wo ist denn der dritte? Ach, tot. Schadenserhöhung ist immer gut. Wir müssen nur uns echt immer, weil wir ja zielen müssen. Das ist ein bisschen tricky, wenn es echt zu voll ist hier. So. Ah, richtig Spannung heute. Also haben wir ja immer, das Spiel macht Spaß, also. Aber einen mit Zufallswerten ist auch cool. So. Ja. Rüstung kann ruhig. Gar nichts dagegen. Boss. Boss tot. Boss tot. Was nehmen wir denn mal? Ein bisschen verbrennen. Was ist denn jetzt? Auch schon zu Ende. Ey, wir sollten aber vielleicht noch ein, zweimal auf Geschwindigkeit gehen oder so. So, dann wie vorhin. Ne, warte mal, vorhin haben wir auch mit 2 angefangen. Jetzt begeben wir uns in Nummer 3. Overlord-Modus 3, wie vorhin. Gucken, wie es diesmal läuft. So, das ist die Eiskarte. Welche Ecke kommt denn da in Frage? Gucken wir mal oben. Ja, könnt gehen.
Ich nehme mal Crit. Ja, ich glaube, hier kann man noch einigermaßen gut ausweichen, oder? Weil es ist halt sehr wichtig, dass die Bosse alle direkt in der Nähe voneinander auftauchen. Und es dauert das ja viel zu lange. Boah, 36 Schaden, Alter, warum? Warum mal 36 Schaden gekriegt? Ich ja wohl verarschen. Oh nein, ich häng. Um Gottes Willen. Der ist ja gut jetzt hier. Mit die mal sterben. Legendär, cool. So. Also es waren jetzt vier Bosse. Die aber auch ganz schön weit auseinander standen, muss ich ja sagen. Und die Ecke war jetzt nicht so der Hit. Müssen mal gucken. So. Ist hier so ein doofer Baum im Weg? Scheint ja momentan nicht so. Ja, wir testen das jetzt mal hier unten. Wenn, können wir ja noch mal wechseln. Aber hier sieht man auch gut was. Wieder die beiden nur, aber naja. Der normale Kettenblitz ist echt erst Stufe 9. Ja. Das nehmen wir mit. So. Die beiden wieder. Ja, Todeskralle ist schon 1, Stufe 21. Das können wir jetzt mal für die beiden mitnehmen. So. Und es ist auch besser, dass wir unsere Fähigkeiten ausgemacht haben. So können wir wirklich gut ausweichen. Bisschen schade, wir sehen sie jetzt nicht. Aber sonst würde ich gar keine roten Flächen mehr erkennen auf dem Boden. Ist eine andere da. Waren das alle? Och ja, hier waren es drei. Cool. So. So, mal das mitnehmen. So. Da einzählen, da einzählen, da. Da, da. Drei. Ich bin doch aus dem Kreis rausgegangen. Nein, Maus zu weit bewegt. Okay. Ah, also für Boss ist der richtig gut. Mal ein bisschen schneller machen. Alter, der hat uns getroffen. Was stimmt mit dem nicht? Müssen wir uns wieder hochheilen, so ein Scheiß. Wo kommen die denn jetzt eigentlich her? Gott. Ja, was ist denn jetzt kaputt, ey? Wir sind gestorben. Ah, jetzt müssen wir aber auch Verteidigung bauen, du. Der Schaden reicht ja. Übersehen. Hole ich jetzt nur noch Verteidigungssachen. Und mehr Leben und alles. Bei Rollen. Ach ja, super, jetzt landen wir da. Was ist denn das für ein Scheiß? Boah. Aber ich weiß nicht, ob wir so dann noch die anderen Bosse schaffen. Boah, wie? Was denn? Warum denn jetzt? Oh, Alter, hätten die nicht erst noch später? Jetzt ist das mit den Fähigkeitsanzeigen hier super nervig, muss ich ja mal sagen.
Oh Gott, sind wir runter. Wir müssen uns heilen. Oh. Ich brauche ein Heilkristall. Keiner angezeigt, ist ja gemein. Rüstung. Wir heilen uns zwar mit jedem. Oh ja, was denn jetzt? Boah, willst du mich doch ärgern? Ey, wie was wir im Portal immer verloren haben. Wir leben doch noch. Was ist jetzt los? Hey, es müssten doch noch viel mehr Bosse kommen, oder nicht? Also scheinbar haben wir Zyklus 3 geschafft. Oh, das heißt, es gibt eine Belohnung. Also ein Erfolg, glaube ich. Gab es eine Rune. Und, weiß gar nicht, gab es auch einen Charakter? Aber komm, 29 Leben haben wir noch. Gucken wir uns mal Stufe 4 an. Ist bestimmt instant tot, aber egal. Oha, was ist denn jetzt? Ja. Eigentlich wollte ich mir erstmal eine Ecke aussuchen. Boah, was zum. Ja, waren wir doch vorhin schon. Ich glaube, die untere Ecke war gar nicht so schlecht. Ah ja, wir starten ja mit vollem Leben. Boah, jetzt ist das mit den Power-Ups aber echt nervig. Da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht das Falsche drückt. Und warum sind eigentlich schon welche aufgetaucht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt kriegen wir auch Zufallsschaden. Er ist auf voll die Erde hier. Aber wir müssen paar Mal hoffen, dass wir einen Biomut bekommen, unser generelles Startleben erhöhen. Oder oh, Feuerschild geht auch. Jetzt tauchen doch hier bestimmt gleich. Ja, aber war ja klar. Gott, ich sehe überhaupt nichts. Okay, sie sind gestorben. Boah, ey, so weit kamen wir ja echt noch nie. Vielleicht ist ja die Auswahl der Fähigkeiten für den Charakter doch echt gut. Scheint ja so. Oh, wendig, finde ich, ist immer gut. Boah, neue Bosse. Ja, manchmal lässt er mich überhaupt nicht ausweichen. Boah, ich jetzt. Oh ja, wieder welche. Was ist denn jetzt? Das ist nicht schwer, das ist nur stressig. Und nichts zum Heilen. Ist doch nicht wahr. Oh, wieder so einer mit so einem Brummkreisel hier.
Also das mit der Ecke kannst du aber Stufe, weiß nicht, Stufe 4 mal voll knicken. Ja, nehmen wir das hier. Boah, Alter. Da lebt ja noch irgendwas Großes. Ich gar nicht mitgekriegt. Uiuiui. Oh nee, was denn jetzt? Ja, okay, wir sind an irgendwas gestorben, keine Ahnung. Das waren die letzten Bosse. Aber wir haben seine Waffe freigeschaltet, die er auf Stufe 10 kriegt. Oh, und noch eine Fähigkeit. Ja, gut, das werden wir uns jetzt noch schnell kurz angucken. Jo, Chaosgeschoss ist ja mal richtig cool. Obwohl das Zufallswert hat. Mal im Ernst, die sterben trotzdem. Dass das hinterher nicht mehr zählt, ne? Guck mal, einen habe ich angeblich nicht erwischt. Mit nichts. Ja gut, nur der und der kriegen richtig gut Schaden. Ob die noch sterben? Also 200er Stapel, 400er Stapel. Boah, ey, wir sind Level 202. Das ist ja geil. Das ist auch das Höchste, was wir bisher geschafft haben. Wir waren Overlord-Modus Nummer 4. Oh. Ja gut, ja, also die beiden sterben auf jeden Fall noch. Aber es bringt uns jetzt auch nichts. So, dann gucken wir mal, was wir freigeschaltet haben, wa? Boah, krass, wir haben jetzt 6 Punkte, die wir vergeben können. So. Hier unten bei den Runen haben wir jetzt 1 Punkt mehr. Gucken, hier war ja alles voll. Also. Also, hier haben wir das freigeschaltet. Fügt bis zu 6 zufällige aktive Fähigkeiten des Typs Chaos. Männlich oder was? Hä, schließe. Ach, Endloszyklus. Ja. Dann. Ah, super, er zeigt die neuesten. Da, das haben wir. Verbessert deine Runenkraft um 1. Overlord-Modus Zyklus 3. Kannst du mir nicht erzählen, dass das alles war? Das ist echt nicht super gut geordnet, muss man ja mal sagen. Bisschen schade. Das ist so, dass die neuesten, die man bekommen hat, könnten ja irgendwie oben stehen. So muss man jetzt ja. Ja gut, ich habe das Bild ja wenigstens gesehen. Das war wieder so eine rote Fähigkeit, die ja scheinbar dann passend zu dem ist. Noch finden. Da ist er. Das haben wir freigeschaltet. Setzt eine Welle des Chaos um dich herum frei, die zufälligen Schaden. Ja. Das wäre ja dann voll gut für unseren Nahbereich. Dann ist das auch so eine Chaosfähigkeit. Dann müsste man ja mal überlegen, ob man hier
diesem Chaos, ne? Aber es kostet auch wieder 2. Oh, wir können jetzt aber. Vielleicht die Geschwindigkeit entfernen und 100% Crit-Kontrolle. Oder wir nehmen, dass auf jeden Fall alle seine Fähigkeiten auftauchen. Obwohl er hat ja Chaos. Das wäre ja für ihn. Das wäre, wenn wir einen Eismagier spielen, also bestimmt gut. Also sollten wir das mal hier auf kritisch ändern. Dann hat er Stufe 18, das heißt, wir können seine Waffe fertigen. Nein, können wir nicht. 300 Blech fehlen. Er kommt davon, wenn man nur in der Ecke steht. Gut, dann muss ich uns noch Blech besorgen. Aber der war ja richtig cool. Da haben wir super was geschafft. Das erste Mal sogar bis in Zyklus 4 gekommen. Und überhaupt erstmal so weit gekommen. Dann hoffe ich, hat dir auch Spaß. Gerne abonnieren, liken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.